Das ist die Tragödie. Millionen von Menschen konnten nicht gerettet werden. Sie waren in den Händen der Deutschen, tief im Inneren Osteuropas, im Deutschen Reich oder Frankreich, Belgien, den Niederlanden. Aber es gab auch Menschen, die es nach Portugal geschafft hatten, die nach Spanien gelangt waren oder nach Nordafrika. Vielleicht hätten mehr Menschen, die noch auf der Flucht waren, in die USA kommen können. Reden wir hier über die Rettung von Hunderttausenden? Nein, wenn es deine Familie ist, spielt es keine Rolle, ob es nur einer ist. Communique number one, issued by Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of a concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching. This concludes the broadcast from Supreme Headquarters. Tuesday, Dienstag, 6. Juni 1944. This is D-Day, verkündete das englische Radio um 12 Uhr. Dies ist der Tag. Die Invasion hat begonnen. Das Beste an der Invasion ist, dass ich das Gefühl habe, dass Freunde auf dem Weg sind. Diese schrecklichen Deutschen haben uns so lange unterdrückt und bedroht, dass der Gedanke an Freunde und Rettung für uns alles bedeutet. Innerhalb von 24 Stunden haben die Alliierten in der Normandie eine 75 Kilometer breite Bresche in Hitlers Atlantikwall geschlagen. Mehr als 150.000 Mann sind bereits in Frankreich gelandet und jeden Tag kommen mehr Männer und mehr Nachschub. Plötzlich war ich auf französischem Boden. Da rief eine Stimme aus ein paar hundert Metern Entfernung einer meiner Kameraden: Stern, komm verdammt noch mal hierher. Wir haben zu viele Gefangene, wir brauchen dich. Guy, eigentlich Günther Stern, jetzt Stabsunteroffizier, kommt am D-Day plus 3 an Land. Er gehört zu einer Sondereinheit der US-Armee, sowie viele jüdische Flüchtlinge, die dazu ausgebildet worden sind, feindliche Soldaten zu verhören. Mein persönlicher Ansporn war, wenn ich den Krieg auch nur um eine Stunde verkürzen kann und meine Familie irgendwie den Gefahren entkommt, habe ich vielleicht eine Chance und wäre im letzten Moment da als ihr Retter. In den nächsten 3 Monaten sterben fast 50.000 Amerikaner im Kampf um die Befreiung Westeuropas von den Nazis. Während sich die Alliierten ins Landesinnere vorkämpfen, verhören Guy Stern und seine Kameraden Hunderte von Gefangenen und erhalten so wichtige Informationen über deutsche Truppenbewegungen. Sie verhören auch einen Arzt, der damit prahlt, dass er die Tötung tausender behinderter Menschen beaufsichtigt habe. Hitler hatte sie als lebensunwert bezeichnet. Inzwischen dringt die Rote Armee, die seit Kriegsbeginn Millionen Männer und Frauen verloren hat, in Polen vor. Dort stößt sie auf das Vernichtungslager Majdanek, wo 1943 an einem einzigen Tag 18.000 Juden ermordet worden sind. Ein Massenmord, den die SS höhnisch Erntefest nannte. Der Anblick von hunderten halb verhungerten Kriegsgefangenen und die Zeugnisse für das industrielle Ausmaß des Mordens übertreffen die schlimmsten Befürchtungen. Alliierte Korrespondenten sind schon von den ersten Eindrücken eines deutschen Vernichtungslagers entsetzt. Ich bin jetzt bereit, jede Geschichte über deutsche Gräueltaten zu glauben, egal wie brutal, grausam und verwerflich.
William H. Lawrence, The New York Times. 20,000 wounded arriving in New York, and there it is, the good old USA. Am 3. August 1944 läuft ein Konvoi mit 29 Schiffen in den Hafen von New York ein. An Bord des Truppentransporters Henry Gibbons befinden sich nicht nur verwundete Soldaten, sondern auch 982 zivile Flüchtlinge aus 18 Ländern. Sie sind unter Tausenden ausgewählt worden, denen es gelungen war, alliiertes Gebiet in Italien zu erreichen. Ihr Bestimmungsort ist Fort Ontario im Bundesstaat New York. Under the supervision of the War Relocation Authority, this train is bearing 982 refugees from Hitler's total war. Admitted to the United States. John Peely und der Kriegsflüchtlingsrat, das War Refugee Board, haben ein Versuchsprogramm vorgeschlagen. Es sieht vor, außerhalb des Quotensystems Flüchtlinge in Lager in den USA zu bringen, bis der Krieg vorbei ist und sie nach Hause zurückkehren können. Das Weiße Haus gibt eine Umfrage in Auftrag, aus der hervorgeht, dass 70% der Amerikaner die Idee einer vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen aus Europa befürworten. 918 der Flüchtlinge sind Juden. Die übrigen gehören verschiedenen christlichen Konfessionen an. Die Öffentlichkeit soll nicht den Eindruck gewinnen, es handle sich um ein ausschließlich jüdisches Flüchtlingsprojekt. Einige Flüchtlinge erinnert das Camp an die Konzentrationslager, denen sie entkommen sind. Heruntergekommene Baracken, umgeben von Zäunen und Stacheldraht. Doch die meisten empfinden Erleichterung und Dankbarkeit. Das ist das Paradies, sagt einer. Einige Einheimische lehnen die Fremden ab. Doch die meisten Einwohner von Fort Ontario zeigen sich freundlich. Schon bald reichen sie Lebensmittel, Milch, Puppen und sogar Fahrräder über den Stacheldraht. Die Flüchtlingskinder werden in der öffentlichen Schule und bei den Pfadfindern angemeldet. Ihre Eltern bekommen Ausgangsgenehmigungen, dürfen aber außerhalb des Geländes nicht arbeiten. Sie könnten US-Bürgern die Jobs wegnehmen. Eleanor Roosevelt, die First Lady und die Frau von Finanzminister Morgenthau besuchen die Flüchtlinge. Eleanor Roosevelt ist tief bewegt von dieser Begegnung. Im privaten Kreis sagt sie, es sei einfach albern, dass diese Menschen eines Tages nach Hause zurückkehren sollen. Nach dem Krieg setzt sie sich dafür ein, dass alle, die in den Vereinigten Staaten bleiben wollen, dies auch dürfen. Aber für den Rest des Krieges werden keine weiteren Flüchtlinge außerhalb der begrenzten Kontingente auch nur vorübergehend in den USA aufgenommen. Ich glaube trotz allem immer noch, dass die Menschen im Grunde ihres Herzens gut sind. Es ist für mich völlig unmöglich, mein Leben auf einem Fundament aus Tod, Elend und Chaos aufzubauen. Ich sehe, wie sich die Welt langsam in eine Wüstenei verwandelt. Ich höre den heranrollenden Donner, der auch uns töten wird. Ich spüre das Leid von Millionen Menschen. Und doch, wenn ich in den Himmel schaue, denke ich, dass sich alles zum Guten wenden wird, dass auch diese Grausamkeit ein Ende haben wird, dass wieder Ruhe und Frieden einkehren werden. Bis dahin muss ich meine Ideale hoch und trocken halten. Vielleicht kommen Zeiten, in denen ich sie doch noch verwirklichen kann. Zwei Jahre und einen Monat ist es der Familie Frank gelungen, sich in Amsterdam den Deutschen zu entziehen. Doch am 4. August 1944 verhaften ein SS-Mann und mehrere niederländische Polizisten die Franks und die anderen Bewohner im Hinterhaus an der Prinzengracht 263. Sie werden nach Westerbork gebracht, ein Auffanglager für Juden, die in den Osten deportiert werden sollen. Man pfercht sie in Baracke 67, den Strafblock, der für jene vorgesehen ist, die untergetaucht waren. Mit nur einem Minimum an Nahrung müssen sie helfen, Teile von abgeschossenen alliierten Flugzeugen zu Schrott zu verarbeiten. Jeden Dienstag verlassen Züge das Lager in Richtung Polen.
Die Familie Frank muss am 3. September 1944 zusammen mit 1015 anderen Juden den Zug besteigen. Es sollte der letzte Zug aus Westerbork sein. 3 Tage und 2 Nächte später erreicht er sein Ziel. Auschwitz. Auch die Familie Geiringer ist von der Gestapo aufgespürt und nach Auschwitz deportiert worden. The Nazis never told you anything. Die Nazis haben einem nie etwas gesagt. Wir hatten also keine Ahnung, wo es hingehen und was mit uns passieren würde. Es gab verschiedene Arbeitslager. Wir hatten Glück, dass wir nach Auschwitz kamen und nicht zum Beispiel nach Treblinka, wo ganze Transporte ohne Selektion in die Gaskammern geschickt wurden. Insofern hatten wir zumindest eine Chance. Aber das erste Schreckliche war, bei der Ankunft hieß es, Männer auf die eine, Frauen auf die andere Seite. Das war der erste Befehl. Sie können sich die Szene vorstellen. Alle dachten, was ja auch passierte, dass man sich nie wiedersehen würde. Meine Mutter und mein Vater haben sich umarmt, dann Heinz und meine Mutter und mein Vater und ich. Dann tat er etwas, woran ich mich ganz deutlich erinnere. Er nahm mich an den Händen und sagte, Evertje, das ist niederländisch für Eva, Gott wird dich beschützen. Ich war erstaunt, denn er war nicht wirklich religiös. Aber in diesem Moment wurde ihm wohl klar, dass niemand sonst helfen konnte. Wenn es einen Gott gab, würde er auf mich aufpassen. Dann wurden die Männer weggeführt. Meine Mutter gab mir ihren Hut und ihren Mantel. Ich wollte beides nicht tragen. Es war sehr heiß. Aber sie sagte, vielleicht sind sie noch mal nützlich. Dann erschien der Lagerarzt, ein junger Mann, sehr elegant, mit einem kleinen Stock wie ein Dirigent. Er sah dich an, nur den Bruchteil einer Sekunde, und dirigierte dich entweder nach rechts oder nach links. Und weil der Rand dieses Hutes so groß war, hat er nicht gesehen, wie jung ich war. Das war das erste Wunder. Die Wachen erzählten uns lachend, dass die Familie, von der man getrennt worden war, zu einer Dusche gebracht wurde. Es war natürlich keine Dusche, es war Gas. Innerhalb von 15 Minuten wurden alle getötet. Dann wurde uns alles weggenommen. Wir wurden registriert und tätowiert. Es wurde uns gesagt, ihr seid keine Menschen, ihr seid nur Vieh, das eine Nummer bekommt. Wenn wir euch jemals brauchen, werdet ihr mit eurer Nummer aufgerufen. Wir waren nackt und wurden am ganzen Körper rasiert. Dann sagten sie, jetzt seid ihr an der Reihe mit Duschen. Natürlich wollten wir nicht, aber wir wurden hineingeschoben. Aber es war eine echte Dusche. Wir wurden in unsere Baracken getrieben, niedrige Holzbaracken mit einer Art Schornstein in der Mitte. Auf beiden Seiten waren Kojen, 3 übereinander, wie Käfige. Sie sagten uns, dort werdet ihr die Nacht verbringen, solange ihr am Leben seid. Ende Oktober 1944 trifft ein weiterer erschreckender Bericht aus der Schweiz ein. Er enthält Aussagen von 3 Männern, denen die Flucht aus Auschwitz gelungen ist, und schildert minutiös, was sie dort erlebt haben. Die Veröffentlichung des Auschwitz-Berichts sorgt landesweit für Schlagzeilen. Auf diese Artikel, in denen den Amerikanern erklärt wird, was Auschwitz war und was dort geschah, folgen jede Menge Leserbriefe und Leitartikel darüber, was die USA aufgrund dieser Informationen jetzt tun müssen. Nach nur einem Tag waren wir schon voller Läuse. Und an die Bettwanzen, daumennagelkleine Tiere, die sich an deine Haut klammerten und sich mit deinem Blut vollsogen. Die Stellen haben sich dann entzündet und juckten. Einmal in der Woche mussten wir in die Dusche, zur Entlausung. Aber man wusste nie, ging es in die Gaskammer oder wirklich in die Dusche.
Keine von uns hatte noch ihre Periode. Das war ein Segen, weil wir das nicht hätten aushalten können. Die Toiletten waren nur eine Reihe von Zementbecken mit Löchern in der Mitte. Man musste sich dort hinsetzen, wo meistens schon alles verdreckt war vom Durchfall. Wer sich nicht hinsetzte, wurde verprügelt und gezwungen zu sitzen. Die andere Sache war, wenn wir zur Arbeit aus dem Lager marschierten und jemand fliehen wollte, gab es keine Chance. Da waren die Hunde. Sie zerrissen und töteten einen. Das haben wir gesehen. Wer aus der Reihe tanzte, der wurde zurück ins Lager gebracht. Dort gab es einen zentralen Platz. Jeder Teil des Lagers hatte sowas. Dann haben sie Galgen aufgestellt und wir mussten alle antreten und zusehen, wie jemand gehängt wurde, langsam, bis die Zunge aus dem Mund quoll. Natürlich haben wir die Augen geschlossen, aber sie haben sogar kontrolliert, dass man hinschaute. Es gab viele, die konnten es einfach nicht mehr ertragen und wollten sterben. Aber man konnte nicht einmal Selbstmord begehen. Du hattest keine Schnur oder Pillen oder irgendetwas. Das Einzige, was man tun konnte, war, sich gegen den elektrischen Stacheldraht zu werfen. Der war unter Hochspannung. Dann hörten wir furchtbare Schreie und sahen, wie Menschen in diesem Draht verbrannten, wie sie in ihm hängen blieben und in Flammen aufgingen. Schon bevor der Bericht über Auschwitz veröffentlicht wird, haben jüdische Organisationen die Alliierten aufgefordert, die zum Lager führenden Bahngleise zu bombardieren. In der Hoffnung, jene Tausende von Ungarn zu retten, die noch immer dorthin deportiert werden. Sie fordern, auch das Lager selbst zu bombardieren. Der stellvertretende US-Kriegsminister John McCloy weist diese Idee als undurchführbar zurück. Ein solcher Einsatz hätte eine höchst ungewisse, wenn nicht gefährliche Wirkung. Die US-Luftwaffe bombardierte deutsche Munitionslager, 7-8 Kilometer von Auschwitz entfernt. Hätten die Bomber ihr Ziel getroffen? Das ist eine andere Frage. Die sogenannten Präzisionsangriffe des Zweiten Weltkriegs sind zumeist spektakulär unpräzise. Einer Studie zufolge gelingt es allenfalls jedem fünften Bomber, auch nur einen Radius von 8 Kilometern, um das eigentliche Ziel zu treffen. Als die Alliierten die mehrere Kilometer von Auschwitz entfernt gelegene Treibstoff- und Gummifabrik der IG Farben angreifen, schlagen einige Bomben im Lager ein und töten Dutzende von Menschen. Ein niederländischer Arzt erinnert sich, er und seine Mitgefangenen hätten Angst und Qual empfunden. Andere, so der Schriftsteller Elie Wiesel, sagen später, dass sie bereit gewesen wären, sich bombardieren zu lassen, wenn das ein Ende des Tötens bedeutet hätte. Es gibt keine Belege aus den Kriegstagen dafür, dass US-Präsident Roosevelt jemals gefragt wurde, ob er Auschwitz bombardieren lassen wolle. Viele Jahre später behauptet John McCloy jedoch, er habe mit ihm gesprochen. Roosevelt habe die Idee von vornherein abgelehnt. Sie werden das Lager nur ein paar Kilometer verlegen, so der Präsident laut McCloys Erinnerung. Ich halte nichts davon. Man wird uns vorwerfen, dass wir uns an diesem schrecklichen Geschäft beteiligen, soll er gesagt haben. Ich denke, sie hätten es tun sollen. Nicht, weil dadurch ein großer Teil der 6 Millionen gerettet worden wäre, aber als Botschaft an die Deutschen. Wir wissen, was ihr tut, und wir schauen nicht zu. Das ist unsere Antwort auf das, was ihr tut. Ja, das hätten sie tun können. Mitte Januar 1945 hören die Häftlinge in Birkenau und Auschwitz die russische Artillerie näher kommen. Und dann das Geräusch von deutschen Fahrzeugen, die sich entfernen. Die letzte Vergasung von 1700 Juden findet Ende Oktober 1944 statt. Danach sprengt die SS alle Gaskammern und Krematorien, bis auf eines, verbrennt die Akten und beginnt, die Gefangenen zu Fuß durch den Schnee zurück nach Deutschland zu treiben. Zwischen 700.000 und 800.000 Überlebende aus Auschwitz und anderen aufgegebenen Lagern taumeln nun auf den Straßen westwärts.
oder werden in offene Kohlewaggons gepfercht, während die Wehrmacht sich vor den Sowjets zurückzieht. Zwischen Jahresbeginn 1945 und Kriegsende sterben mindestens 250.000 Menschen. Erschöpft, erfroren, erschossen oder bei lebendigem Leib von ihren Bewachern verbrannt. Etwa 7.000 Häftlinge bleiben in Auschwitz zurück. Sie sind zu gebrechlich, um das Lager zu verlassen. Als die Märsche beginnen, ist Eva Geiringers Mutter Fritzi zu schwach und zu krank, um gehen zu können. Eva kriecht in die Koje ihrer Mutter, wo die beiden sich gegen die Kälte zusammenkauern. Die meisten konnten nicht einmal mehr ihre Kojen verlassen. Dann hieß es, alle raus, wir marschieren. Wenn ihr bleibt, werden wir die Baracken abschließen und alles niederbrennen. Aber meine Mutter war so schwach und es war so kalt. Ich sagte, lass uns einfach bleiben. Wir schliefen ein. Sie müssen wiedergerufen haben, raus! Aber wir haben das nicht gehört. Als wir aufwachten, war kein Geschrei mehr zu hören, keine Hunde. Es war alles leer. Dann sehe ich vor dem Tor eine riesige Kreatur mit Eiszapfen, die von seinem Gesicht herabhängen und so etwas wie einem Fell. Aus der Ferne dachten wir, es sei ein Bär, aber es war keiner. Es war ein russischer Späher, der herausfinden sollte, ob es noch Deutsche im Lager gab oder ob sie einfach vorrücken konnten. Er kam herein, sah uns an und sagte, er müsse zurück und Bericht erstatten. Ich beschloss, ins Männerlager zu gehen und zu versuchen, meinen Vater und meinen Bruder zu finden. Es war sehr, sehr kalt. Um uns herum wurde gekämpft. Ich hörte, wie Kugeln über uns hinwegflogen. Ich brauchte ungefähr 6 Stunden. Ich wusste ja nicht, wohin ich gehen sollte. Aber schließlich fand ich es. Ich stieß auf 2 Leute, die ich in Amsterdam gekannt hatte. Einer kam mir sehr bekannt vor und ich sagte, ich glaube, ich kenne sie. Er war sehr hager und aschfahl. Es war Otto Frank. Nachdem ihn die Wachen brutal verprügelt hatten und er kaum noch gehen konnte, haben sie auch Otto Frank zurückgelassen. Der über 1,80 Meter große Mann wiegt noch 52 Kilogramm. Seine erste Frage war natürlich, hast du meine Mädchen und meine Frau gesehen? Ich hatte sie nicht gesehen, weil sie alle in verschiedenen Lagern waren. Aber er hatte meinen Vater und meinen Bruder gesehen. Also dachte ich, gut, dann leben sie noch. Otto Frank schreibt bei erster Gelegenheit an seine Mutter in der Schweiz, um ihr mitzuteilen, dass er überlebt hat. Wo Edith und die Kinder sind, weiß ich nicht. Wir sind seit September 1944 getrennt. Ich habe nur gehört, dass sie nach Deutschland transportiert worden sind. Man muss hoffnungsvoll sein, sie gesund und munter wiederzusehen. Doch Otto Frank muss erfahren, dass seine Frau nicht nach Deutschland deportiert wurde. Sie ist in Birkenau gestorben, nur 3 Wochen bevor die Rote Armee das Lager erreicht. Bis zuletzt hat Edith Brotstücke unter ihrer Decke aufbewahrt für den Fall, dass sie ihren Mann und ihre Töchter wiedersehen würde. Die Sowjets bringen Otto Frank, Eva Geiringer und ihre Mutter per Lastwagen und Zug nach Odessa am Schwarzen Meer. Evas Bruder und ihr Vater werden noch vermisst. Die Flüchtlinge werden in einem verfallenen Palast mit Blick auf den Strand untergebracht. Ihnen wird gesagt, dass sie dort bleiben müssen, bis der Krieg zu Ende ist. Alle sind ungeduldig, trotz der täglichen Schokolade und der Zigaretten, schreibt Frank in sein Tagebuch. Wir wollen nur nach Hause. Als die alliierten Armeen im Frühjahr 1945 in Deutschland vorrücken, erreichen sie ein Konzentrationslager nach dem anderen.
Die Sowjets haben auf ihrem Vormarsch bereits 6 Vernichtungslager befreit, in denen mehr als 3 Millionen Menschen ermordet worden sind. Auschwitz, Belzec, Majdanek, Sobibor, Treblinka, Chełmno. Britische und kanadische Truppen stehen kurz vor der Einnahme von Neuengamme bei Hamburg und Bergen-Belsen bei Celle. Anfang April stoßen Soldaten der 4. US-Panzerdivision auf der Suche nach einem deutschen Hauptquartier auf Urdruf. Eines von mindestens 130 Außenlagern, die zu einem weit größeren Komplex gehören. Buchenwald. Die Lager in Deutschland sind keine Vernichtungslager wie jene im ehemals besetzten Polen. Aber es sind Orte, an denen Menschen nach unzähligen Stunden der Zwangsarbeit, des Hungers, der Erschöpfung, der Krankheit und der Hoffnungslosigkeit sterben sollten. Einer der ersten Amerikaner, der Buchenwald betritt, ist der Gefreite Benjamin Ferenc, der einer neuen Einheit angehört. Sie soll deutsche Kriegsverbrechen untersuchen. Ich sprang in meinen Jeep und raste los. Ich fand den amerikanischen Panzeroffizier, der das Lager befreit hatte. Ich sagte, ich bin hier auf Befehl der Regierung der Vereinigten Staaten. Ich brauche sofort 10 Mann, um die Schreibstube zu umstellen, das Büro, in dem die Akten aufbewahrt werden. Die Krematorien waren noch im Betrieb. In der Luft Rauch und der Geruch von brennenden Leichen. Vor den Krematorien Stapel von Gebeinen. Es waren menschliche Wesen. Sie waren so dünn, dass sie wie ein Haufen Knochen aussahen. Man hatte sie vor dem Krematorium aufgestapelt, um sie zu verbrennen. Das war meine Einführung in Hitlers großen Plan. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Es war ja auch unfassbar. Aber ich wusste natürlich, dass es wahr war. Der alliierte Oberbefehlshaber, General Dwight D. Eisenhower, kommt nach Buchenwald, um sich persönlich ein Bild zu machen. Als ein junger GI nervös lacht, fährt Eisenhower ihn an. Haben Sie immer noch Probleme damit, Sie zu hassen? Es heißt, der amerikanische Soldat weiß nicht, wofür er kämpft. Jetzt weiß er wenigstens, wogegen er kämpft. Als Eisenhower das alles sieht, ordnet er an, dass eine Delegation von Kongressabgeordneten eingeflogen wird und dass amerikanische Journalisten nach Buchenwald gebracht werden. Sie sind schockiert. Sie beschreiben in allen Einzelheiten, was sie sehen. Schließlich gab es immer noch Zweifel, dass dies real sein könnte. Und es zeigt die Unfähigkeit, all das zu begreifen. Das meine ich nicht als Vorwurf. Es war etwas, das die Vorstellungskraft übersteigt. Ein Morden, das unfassbar war. Es brauchte die persönliche Konfrontation mit den Beweisen, mit den Überresten, um es zu begreifen. Um sicherzugehen, dass die Amerikaner das Ausmaß der NS-Verbrechen begreifen und damit künftige Generationen niemals würden leugnen können, was geschehen war, besteht Eisenhower darauf, dass die in der Umgebung stationierten GIs mit eigenen Augen sehen, was die Nazis getan hatten. Wir waren eigentlich in Weimar untergebracht. Wir hatten von Buchenwald gehört. Ich ging hinter Sergeant Hadley, wahrscheinlich einer der härtesten Militärpolizisten, denen ich je begegnet bin. Die Häftlinge erzählten mir, was sie erlebt hatten. Aber es waren Skelette, mit denen du gesprochen hast. Ich sah sie und ich war ein abgehärteter Soldat, aber ich konnte mir nicht helfen, also weinte ich. Ich sah mich um und Sergeant Hadley, der aus einer protestantischen Familie in Ohio stammte, heulte wie ein Kind.
genau wie ich. Man konnte es nicht ertragen. Aber sie konnten es. Die Täter, die so etwas tun konnten, und die Opfer, die es ertragen mussten. Amerikanische Truppen befreien Nordhausen, Flossenbürg, Mauthausen und Dachau. Das allererste von Hitlers Konzentrationslagern. Am 12. April, dem Tag, an dem Eisenhower Ohrdruf besucht, stirbt Präsident Roosevelt. Der Krieg, auf den er seine Landsleute vorzubereiten versucht hatte, ist immer noch nicht zu Ende. Am 8. Mai 1945 kapituliert das Deutsche Reich. Hitler hat sich in seinem Berliner Bunker erschossen. Guy Stern ist noch in Deutschland. Bevor er einen Truppentransporter nach Amerika besteigt, kehrt er in seine Heimatstadt zurück, um herauszufinden, was mit seiner Familie geschehen ist. Ich fuhr nach Hildesheim. Zuerst war ich überwältigt von den Ruinen, all den Orten, die ich mir mit meiner Mutter angeschaut hatte. Dieser Teil meiner Geschichte lag in Trümmern. Seine Mutter, sein Vater, sein Bruder und seine Schwester waren aus dem Warschauer Ghetto abtransportiert worden. Guy Stern hört nie wieder etwas von ihnen. Otto Frank, Eva und Fritzi Geiringer sind noch in Odessa, als sie erfahren, der Krieg in Europa ist vorbei. Eva erinnert sich, dass auf dem Gelände des Palastes ein hemmungsloser Jubel ausbrach, mit Tanzen, Singen, Lachen und betrunkenen Liebeserklärungen. Einige Tage später besteigen Eva, ihre Mutter und Otto Frank ein Schiff nach Marseille. Evas Mutter bricht in Tränen aus, als sie die weißen Tischtücher und das Silberbesteck im Speisesaal sieht. Der Kapitän versichert seinen Passagieren, dass sie keine Lebensmittel in ihren Kabinen horten müssen. Sie würden genug zu essen haben. Von Marseille aus reisen sie nach Amsterdam, wo sie hoffen, das Leben wieder aufnehmen zu können, das sie geführt hatten, bevor die Gestapo kam. Es sollte sich als unmöglich erweisen. Meine Mutter bekam einen Brief vom Roten Kreuz, sehr kühl. Ihr Mann Erich Geiringer, geboren dann und dann, und ihr Sohn Heinz, geboren dann und dann, sind in Mauthausen gestorben, einige Tage bevor die amerikanische Armee kam, um das Lager zu befreien. Das war für uns, für mich, der letzte Schlag. Ich hatte mir gesagt, du hast überlebt, weil du geglaubt hast, das Leben wird irgendwann wieder so, wie es früher war. Aber als ich begriff, es wird nie wieder so sein, wurde ich sehr, sehr depressiv. Das war schlimmer als das Lager, weil ich im Lager ein Ziel hatte, zu überleben. Jetzt dachte ich, ich will eigentlich gar nicht mehr leben. Es war sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren. Bis heute habe ich es nicht wirklich akzeptiert. Am 18. Juli 1945 erfährt Otto Frank endlich, was mit seinen Töchtern geschehen ist. Beide sind noch am Leben, als er, Eva und Fritzi Geiringer aus Auschwitz befreit werden. Doch in Bergen-Belsen, dem Lager in Norddeutschland, in das sie gebracht worden waren, ist Typhus ausgebrochen. Vermutlich sind sowohl Margot als auch Anne Frank im Februar gestorben. Zwei Monate vor der Befreiung des Lagers. Otto kam eines Tages zu uns. Er sah aus wie ein Gespenst. Nachdem er gegangen war, sagte meine Mutter, wir haben wenigstens uns beide. Dieser arme Mann hat niemanden. Er war damals 56 oder 57. Wofür hatte er denn noch zu leben? Eine der nicht-jüdischen Niederländerinnen, die den Franks geholfen hatte, hat Annes Tagebuch aufbewahrt, um es ihr nach ihrer Rückkehr zurückzugeben. Stattdessen gibt sie es Annes Vater.
Er kann es nicht ertragen, mehr als ein paar Seiten auf einmal zu lesen. Er brauchte 3 Wochen dafür, so sehr hat es ihn aufgewühlt. Er sagte immer wieder, ich habe mein eigenes Kind nicht richtig gekannt. Er war erstaunt über das, was sie geschrieben hatte, und so stolz darauf. Als er es bekam, dachte er nicht daran, es zu veröffentlichen. Aber ein Geschichtsprofessor sagte ihm, es sei ein so wertvolles Dokument, dass man es veröffentlichen müsse. Das Echo in den USA ist enorm. Ihr Tagebuch wird als Theaterstück am Broadway aufgeführt und in einem großen Hollywood-Film präsentiert. Niemand stirbt in dieser Geschichte. Keiner wird ermordet. Keine Gaskammern, keine Erschießungen, keine Nazis. Nur in der letzten Szene, als die Gestapo kommt. Es ist die Geschichte des Triumphs eines kleinen Mädchens. Eine wunderbare Geschichte, ein wunderbares Tagebuch, aber es ist nicht die Geschichte des Holocausts. Es ist nicht die Geschichte der Shoah. Es ist nicht die Geschichte eines Völkermordes. These newsreel and Signal Corps pictures were officially recorded for posterity. 6 furnaces, each holding 3 bodies, were used in cremating the dead. Don't turn away, look. Horror unbelievable, yet true. The vile inhuman beasts took pride in their concentration camp at Nordhausen. Am Ende des Krieges sehen die Amerikaner mit eigenen Augen, dass die Nazi-Gräuel, die viele als Kriegspropaganda abgetan hatten, nur allzu real waren. No words can express the world's disgust at Germany's organized carnage. Ich erinnere mich, dass ich meine Mutter fragte, wie war das nach dem Krieg? Sie sagte, alle hätten da gesessen und auf die neuesten Nachrichten gewartet. Sie sagte, es war wie in einer Wolke des Schweigens. Schließlich, 1946 oder 1947, kam sie eines Tages von der Schule nach Hause. Ihr Vater saß am Küchentisch mit einem Brief in der Hand und weinte. Ich glaube, solche Szenen gab es in ganz Amerika. In vielerlei Hinsicht hat Nazi-Deutschland sein Ziel erreicht. Nicht ganz, aber die Juden haben sich nicht wirklich davon erholt. Ich habe das Gefühl, dass unser Gewissen zu spät erkannt hat, dass wir uns gegen etwas hätten wehren müssen, von dem wir wussten, dass es falsch war. Deshalb mussten wir es rächen. Aber wir haben nichts getan, um es zu verhindern. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft daran erinnern werden, dass es zu keinem Zeitpunkt einen Kompromiss mit Dingen geben kann, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Are wrong. Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Während des Zweiten Weltkriegs wurden mehr als 50 Millionen Menschen getötet. Etwa 6 Millionen von ihnen waren Juden, die von den Nazis und ihren Kollaborateuren ermordet wurden. 2/3 aller Juden, die in Europa gelebt hatten. Der Krieg hinterlässt Millionen von Vertriebenen. Darunter mehr als 250.000 jüdische Flüchtlinge, die zwischen 1945 und 1952 in überfüllten Lagern in Deutschland, Österreich und Italien untergebracht sind. Die meisten von ihnen sind nicht in der Lage oder bereit, in ihre zerstörten oder besetzten Häuser zurückzukehren, wo sie nicht selten von Menschen umgeben waren, die ihnen offen feindselig gegenüberstanden. Es ist durchaus so, dass die Menschen in den USA nach der Öffnung der Lager erkennen, dass dies das Erbe des Antisemitismus ist. Aber sie verdrängen es, damit es weg ist, vorbei, zu Ende. Aber es ist nicht vorbei. Und nichts macht das deutlicher als die Debatten über die Aufnahme von Flüchtlingen. Auf die Frage, ob ihr Land jetzt mehr Flüchtlinge aufnehmen solle als vor dem Krieg, antworten nur 5% der Amerikaner mit Ja. Mehr als 1/3 sagt, es sollten weniger sein.
Zwischen dem Frühjahr 1945 und Juni 1947 erhalten weniger als 15.000 jüdische Flüchtlinge ein Visum. Die Vereinigten Staaten halten an ihrem Quotensystem fest. Andere Länder sind nicht aufgeschlossener. Großbritannien beschränkt die Einwanderung nach Palästina bis 1947, als es die Verantwortung für die Region an die Vereinten Nationen übergibt. Die UNO teilt das Gebiet zwischen Juden und Arabern auf. 200.000 europäische Juden gelangen legal oder illegal in das umstrittene Land. 1948 wird der Staat Israel ausgerufen. Der Kongress lockert schließlich die Einreisebeschränkungen. Bis 1953 nehmen die USA etwa 80.000 jüdische Überlebende auf. Gleichzeitig wird 170.000 nichtjüdischen Flüchtlingen die Einreise erlaubt. Unter ihnen etliche ehemalige Nazis, die im Kalten Krieg als Antikommunisten willkommen sind. Here before a court representing world civilization, the Nazi hierarchy charged with conspiracy against peace and crimes against humanity goes on trial. Wie von den Alliierten versprochen, werden die führenden Nazis nach dem Krieg vor Gericht gestellt. Es ist das erste Mal, dass ein internationales Tribunal über Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhandelt. Himmler und Goebbels hatten wie Hitler ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt. In the courtroom, the dramatic entry of the 8 judges and alternates of the International Military Tribunal. After 10 months, the longest criminal trial on record, they're ready to deliver the verdict. Death for 11, prison for 7. Justice has caught up with the master criminals. The charges we have brought. In den folgenden 3 Jahren finden 11 weitere Prozesse statt. Of having committed crimes against humanity. Benjamin Ferenc leitet die Anklage gegen 22 Befehlshaber der Einsatzgruppen. Als Beweismittel hält er ihnen ihre eigenen Berichte über Massentötungen von Juden in der besetzten Sowjetunion vor. Ich hatte noch nie einen Fall vor Gericht verhandelt. Ich hatte die Beweise in meinen Händen. Und einige von ihnen waren sehr präzise. In Babi Yar töteten wir 33.226 Menschen in 2 Tagen. Es stand alles da. Und ich fing an, die Zahlen zu addieren. Als ich bei 1 Million ankam, sagte ich mir, das reicht. Es ist genug. Vor dem Krieg gab es kein Wort für das Verbrechen, das Nazi-Deutschland am jüdischen Volk begehen würde. Und wer gab ihm einen Namen? Raphael Lemkin, ein polnisch-jüdischer Emigrant, der 49 Mitglieder seiner Familie verlor. Der Jurist Raphael Lemkin vertritt die Ansicht, dass ein neuer rechtlicher Rahmen und ein neuer Begriff erforderlich seien, um die Nazis für ihre vorsätzliche Vernichtung einer Nation oder einer ethnischen Gruppe zur Rechenschaft zu ziehen. Er sucht lange nach dem richtigen Wort. Er kombiniert schließlich Genos, das altgriechische Wort für Rasse oder Stamm, mit dem lateinischen Cedere für Töten. Genocide, the extermination of whole categories of human beings, was a foremost instrument of the Nazi doctrine. Ich wusste, dass Völkermord in unseren Gesetzen nicht als Verbrechen aufgeführt war. Aber ich wusste, was Raphael Lemkin versucht hatte und verwendete bewusst den Begriff Genozid. In meinem Schlussplädoyer sagte ich, diese Angeklagten schrieben die schwärzeste Seite der menschlichen Geschichte. Das Leben war ihr Spielzeug und der Tod war ihr Werkzeug. Wenn diese Männer immun sind, dann hat das Recht seine Bedeutung verloren und wir müssen alle in Angst leben. Die Anklage schließt ihre Beweisführung. Es dauerte viele Jahre, bis Amerika einen Schritt zurücktrat und wirklich begriff, dass dies ein Krieg gewesen war, wie es zuvor keinen gab. Ein staatlich geförderter Völkermord von gigantischen Ausmaßen. Diese Erkenntnis setzte erst 1961 ein, mit dem Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem.
SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann hatte die Deportation von mehr als 1 Million Juden in Ghettos und Vernichtungslager im besetzten Polen koordiniert. Israelische Agenten entführten ihn aus seinem komfortablen Exil in Argentinien und brachten ihn nach Israel. Dort kommt er vor Gericht. And they took both of them and the two others, and all four were shot in the back of their head, and the bullets came out of their forehead. I felt him take the child from my arms. The child cried out and was shot immediately. Mehr als 100 Überlebende kommen zu Wort. Ihre Aussagen, die weltweit im Fernsehen übertragen werden, vermitteln Millionen von Amerikanern ein tieferes Verständnis für das Grauen dessen, was nun Holocaust genannt wurde. And poured kerosene and petrol under those Jews and set fire to all the Jews while they were in their prayer shawl, holding their prayer book. This bill that we will sign today is not a revolutionary bill, yet it is still one of the most important acts of this Congress and of this administration. For it does repair a very deep and painful flaw in the fabric of American justice. It corrects a cruel and enduring wrong in the conduct of the American nation. Im Oktober 1965 verabschiedet der Kongress nach mehr als 40 Jahren hartnäckiger Bemühungen des New Yorker Abgeordneten Emanuel Seller ein neues Einwanderungsgesetz. Es ersetzt das diskriminierende Quotensystem, das auf der Grundlage der nationalen Herkunft so vielen Verzweifelten in den Jahren vor dem Krieg die Zuflucht verweigert hatte. Das Gesetz schränkt jedoch die Einreise von Menschen aus Mittel- und Südamerika ein, die seit Generationen die Grenze zu Mexiko überquert hatten. Und es enthält immer noch keine Bestimmungen für Flüchtlinge aus anderen Ländern. Präsident Lyndon B. Johnson unterzeichnet das Gesetz am Fuße der Freiheitsstatue. Die Amerikaner sind dabei, ihre Vergangenheit zu bewältigen. Wir finden in der amerikanischen Geschichte immer und immer wieder die Vorstellung der weißen Vorherrschaft und den Antisemitismus. Sie verbinden sich zu einem mächtigen Strom und er ist immer da. Manchmal schäumt er auf und schockiert uns. Dann wird er gebändigt, aber er ist immer da. Wir sollten nicht schockiert sein, nicht glauben, das sei nicht Amerika. Es ist Amerika. He wanted to start a race war, as you say. My first hour in office, those people are gone. These cultures are changing us. We are not changing them. You will not replace us. Hundreds of white nationalists storming the University of Virginia. You will not replace us. We now know one person has died in addition to those five in 11 Jewish worshippers have been killed at a synagogue in Pittsburgh. A man has been charged with hate crimes and could face the death penalty. He was reportedly motivated by conspiracy theories about Jewish leaders and immigration. And we're trying to figure out what's happening on the Senate floor. Josh Letterman, tell us what's going on outside. We are watching a situation that has gotten much and much more tense. Let's go! Die Institutionen unserer Zivilisation stehen unter enormem Druck. Ich sage nicht unbedingt, dass sich die Geschichte wiederholen wird, aber das könnte passieren, weil Institutionen nur Konventionen sind. Es muss nur jemand einen Schalter umlegen und sagen, oh, es ist okay, an einem Samstag Großmütter auf einem Friedhof zu erschießen und am Sonntag in die Kirche zu gehen.
Die Zerbrechlichkeit zivilisierten Verhaltens ist das Einzige, was uns die Geschichte wirklich lehrt. Die Menschen, die wir jetzt auf diesen alten, getönten Fotos sehen, sind nur noch Schemen der Vergangenheit. Aber sie waren nicht anders als wir. Sieh dir deine Nachbarn an, die Leute in der Reinigung, die Kellner im Restaurant. Sie hätten diese Menschen sein können. Machen wir uns nichts vor. Wir haben den Tiefpunkt menschlichen Verhaltens gesehen und wir haben keine Garantie, dass sich das nicht wiederholen wird. Wenn wir das klar machen können, anschaulich und begreifbar, nicht als etwas Nachzuahmendes, sondern als Warnung vor dem, was Menschen passieren kann, dann haben wir vielleicht einen Schutzschild gegen eine Wiederholung.